Okay. Es kommt ganz gut hin. Wenn deine Operation bezahlt ist, wird noch genug übrig sein. Also mach dir keine Sorgen. Notlüge. So nennt man das doch, oder nicht? Nein, ich bin sicher, wir können ein... Hör auf. Ich mag es nicht, wenn du lügst. Ich habe nachgerechnet. Ich weiß, wie es aussieht. Warum willst du mich gegen meinen Willen überzeugen? Wir brauchen das Geld für deine Behandlung, River. Ich weiß, dass Anja dir viel bedeutet, aber das hier, das geht zu weit. Ich meine, sie ist nicht einmal... Weißt du, was mich glücklich macht, Johnny? Was? Weißt du es? Nun, ich weiß es. Ich hoffe, du kannst mir dabei helfen. River. Wenn die Papiere für meine Behandlung ankommen, werde ich sie nicht unterzeichnen. Was du mit unserem Geld machst, kannst du selbst entscheiden. Aber wenn du meinen Wunsch erfüllen möchtest, dann verwende das Geld, um das Haus fertig zu bauen. Und dann möchte ich, dass du nach ihr siehst, jeden Tag, den du dort lebst. Besuch sie, sprich mit ihr, tröste sie. Ich will nicht, dass sie allein bleibt. Und was ist mit dir? Glücklich. Ich werde glücklich sein. Johnny? Ja? Ich habe das hier gemacht. Sag mir, was ist es? Was? Sag mir einfach, was es ist. Es ist ein Hase, wie die anderen, die du gemacht hast. Und weiter? Naja, er ist aus Papier. Und weiter? Der Körper ist gelb und der Rest ist blau. Gut. Und weiter? Du, River. Ich habe ein Lied geschrieben. Es ist für dich. Okay. Nun, möchtest du es hören? Ja. Du hättest nicht extra das Piano hochbringen müssen. Ich kann dich sehr gut hören, wenn die Tür offen ist. Es heißt für River. Warum so klischeehaft? Das ist nur ein Arbeitstitel.
Ach ja. Wer ist diese Anja, von der die beiden gesprochen haben? Wenn sie so wichtig ist, hätten wir sie nicht in seinen späteren Erinnerungen sehen müssen? Schätze, er hat sein Versprechen letztlich doch nicht gehalten. Es sei denn, was? Egal. Hey, das ist doch dasselbe Lied, das die Kinder vorhin gespielt haben, oder? Vermutlich, aber er... Vermutlich hat er es ihnen beigebracht. Ach, weißt du, das hier zieht nur meinen Testosteronspiegel runter. Ich mache mich auf den Weg. Ich habe schon eine Memory Links. Meine Memory Links. Kommst du mit oder willst du noch selbst weiterschauen? Ja, werden wir wohl mal in diesem Erinnerungsabschnitt mal selber weiterschauen. Geh du vor, ich hole dich schon ein. Vermisst du nicht auch die Zeit, als die Konvertierung von MP8-Audiodateien aus Erinnerung noch legal war? Ich glaube, in meinem ersten Arbeitsjahr habe ich über 2000 Songs mit nach Hause genommen. Der Typ ist heftig. So, Memory gefunden. Was haben wir denn hier oben? Nix. Das ist unser Schnabeltier. Das Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Das muss wohl ihr Lieblingsbuch gewesen sein, oder? Ich gucke in die andere Richtung, krieg die Notiz Papierhasen. Das ist aber nicht schlecht. Ja, Papierhase war schon mal kein Memory. Das ist aber auch ein schönes Lied. Das muss man einfach sagen. Mal gucken, was unten so ist. Was haben wir denn hier? Ich sag dir, das wird so nichts. Und wenn wir es auseinanderbauen? Sieh uns an, John. Wir sind nicht gerade in dem Alter, wo man noch Pianos herumträgt. Weißt du was? Wenn es dir so viel bedeutet, dann besorge ich ein paar Profis. Ich kann dir nicht helfen, das Haus zu retten. Also ist es das Mindeste, was ich tun kann. Das Haus zu retten. Ein Glas eingelegte Oliven. Da mag jemand Oliven gern. Sieht ganz so aus. Ups. Und wir haben alle eine Schüssel mit durchgerührtem Teig. Okay, wollt ihr einen Kuchen machen oder was? Ich hab doch da nichts gesehen, oder? Oder habe ich was übersehen? Nee. Na gut. Dann werden wir uns wohl mal von dieser Erinnerung verabschieden. Sobald wir das Memory oder Memento vorbereitet haben. Schreiben wir erstmal wieder ein paar Daten, ne? So, ideal sind 4. Vier. Ich lese 4, ich weiß nur nicht. 4? Wenn ich den hier mache. Mache ich den und den, dann mache ich den da hoch, dann habe ich meine 4, okay.
4 von 4. So, dann werden wir uns jetzt erstmal von diesem Erinnerungsabschnitt verabschieden und das Memento aktivieren. Und da hat er seine Blumen her. Endlich. Mei, das ist ja hier und da auch noch ein bisschen ungeduldig. Hey, schau mal, was wir hier haben. Ein ungefertigtes Haus. Ich wette, Sie haben die Klippen gesehen und gedacht, es wäre noch nicht gefährlich genug, solange keine Leute darauf wohnen. Was hat der? Was hat er mit den Klippen? Was haben wir denn hier? Was ist mit ihm? Nick hat angerufen und mich hergebeten. Ich habe dir eingelegte Oliven mitgebracht. Die magst du am liebsten, stimmt's? Ich habe von River gehört. Wird sie wieder gesund? Ihre Krankheit wurde erst spät festgestellt. Glücklicherweise ist sie behandelbar. Aber die Kosten für die Behandlung. Wir können uns nicht leisten, das Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können kaum die Behandlungskosten bezahlen. Ich bin froh, dass man ihr helfen kann, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viel dieser Ort ihr bedeutet. Es wird ihr das Herz brechen. Ich würde gern helfen, aber Ted und ich können uns seit dem Finanzcrash selbst nur knapp über Wasser halten. Was wirst du nun tun? Ich werde ihr sagen, dass wir es schaffen können. Dass wir uns beides leisten können. Ich möchte nicht, dass sie eine Dummheit begeht. Du solltest sie nicht anlügen. Du verstehst nicht, Isabel. Wenn sie die Wahrheit herausfinde, bin ich mir nicht sicher, was sie wählen würde. Na und? Wenn sie entscheidet, dass ihr dieser Ort mehr bedeutet als ihr eigenes Leben, dann soll es ebenso sein. Es geht darum, was sie wirklich will. Ihr Neurotypischen meint immer, ihr wüsstet, was das Beste für andere ist. Das mag ich nicht. Ich hasse es, wenn du mich so nennst, Izzy. Glaubst du denn, es geht nur um sie? Was ist mit mir, Isabel? Nach all den Jahren darf ich dann nicht auch mal an mich denken? Ich möchte nicht allein sein, Isabel. Ich werde sie nicht sterben lassen.
Das ist anmaßend. Ist mir egal. Wo willst du hin? Ich werde hier etwas von der Klippe mitbringen. Das wird sie ein wenig trösten. Was du vorhast, wird davon nicht besser. Nick wollte, dass ich dir das gebe. Oh, das hört sich ja an wie eine Spieluhr. Er sagt, das Lied heißt Everything's Alright. Gar nichts ist in Ordnung. Na dann werden wir wohl mal schauen, was sich hier so finden lässt. Einmal die Spieluhr. Oh, Memento gefunden. Das war jetzt aber nicht allzu schwer. Sonst noch was? Ups. Das Auto löst sich gleich mal in Luft auf. Auch gut. Sonst, untenrum, das Erinnerungsende, okay. Ist hier im Haus noch? Erforschung der Umgebung kann auch zu Memory Links führen. Hammer, können wir nicht. Irgendwie was anderes. Da haben wir gleich wieder das Olivenglas. Okay. Gehen wir mal zurück, mal schauen. Oh, gleich zwei. Ach, und dann hat er ihr dann die Blumen da mitgebracht. Okay. Das ist also das, was er von der Klippe mitbringen wollte. So, dann machen wir mal das Memento fertig. So, Memento vorbereiten. Dann schreiben wir mal wieder ein paar Daten. Mal ideal 3. Okay, ist ja nicht allzu schwer. 1, 2 und 3. So. Bis jetzt haben wir immer die aktuell niedrigsten gehabt. Das läuft ja mit dem Mementos ja prima. Notiz: eingelegte Oliven erhalten. Memento aktivieren? Aktivieren. Oh, da haben wir eine Runde, einen runden Tisch. So, was haben wir denn hier? Also, zieht ihr die Sache wirklich durch, hm? Yep. Die Bauarbeiten starten bereits in wenigen Monaten. War nicht ganz einfach, wir mussten Ratenzahlungen vereinbaren. Aber jetzt, wo die Finanzierung steht, wird es schon klappen. Wie wundervoll, euer eigenes Traumhaus und dann noch an diesem schönen Fleckchen Erde. Ihr habt euch an dem Leuchtturm nicht weit von dort das Ja-Wort gegeben, stimmt's? Ja, aber das ist es nicht allein. Wir und dieser Ort, das geht schon ganz lange zurück. Tja, es ist schön, dass wir uns auch mal etwas Erfreuliches zu erzählen haben. Lasst uns anstoßen auf euch beide. Ja, genau, auf uns.
gleich wieder da. Ich brauche nur etwas frische Luft. Ich komme mit. Na, mal schauen. Ich glaube, morgen werde ich ein bisschen heißer sein damit. Tja, mein Freund. Ist schon wieder ganz schön lange her. Jawohl. Wohl wahr. Wer hätte gedacht, dass die paar Kilometer mal zu einer solchen Hürde werden würden? Diese River. Immer noch so still, was? Ach, sie ist eigentlich ganz gesprächig daheim. Und wenn sie mit Isabel zusammen ist. Ich denke, sie ist einfach nicht gewohnt, dass du dabei bist. Haha. Jetzt bin ich mal der böse Junge, was? Hey, also hast du River jetzt diese eine Sache erzählt von früher? Ja. Wie hat sie es aufgenommen? Insgesamt ganz gut. Aber eine Sache gibt es, die mir noch zu schaffen macht. Seit diesem Vorfall bastelt sie andauernd diese seltsamen Hasen aus Papier. Origami-Hasen? Ja, viele. Jede Menge. Ha. Ich habe früher auch Origami-Tiere gemacht für meine Tochter, als sie noch klein war. Was ist daran so schlimm? Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Sie macht nichts anderes, als diese Hasen zu basteln, Tag ein, Tag aus. Unser Haus ist inzwischen voll mit den Dingern, bis oben hin. Sagte Isabel nicht, dass so etwas bei Menschen wie River nichts Ungewöhnliches ist? Schon, aber diesmal habe ich ein ungutes Gefühl. Wenn ich sie darauf anspreche, antwortet sie mir nie. Stattdessen bekommt sie diesen abwesenden Blick, fast als würde sie irgendetwas von mir wollen. Und das Seltsame ist, ich habe das Gefühl, dass wirklich etwas ist, was ich ihr schuldig bin. Hast du mal Isabel angesprochen? Ja, sie sagt, dass sie mit ihr gesprochen hat, aber auch nichts aus ihr rauskriegen konnte. Tja, ich bin sicher nicht der Fachmann hier, aber ich kann dir eins sagen. Ich kenne dich seit der Mittelstufe und du hattest schon immer den Hang, dir um alles einen Kopf zu machen. Du bildest dir da wahrscheinlich etwas ein. Mach dir nicht so viele Gedanken. Wenn jemand so einen Rat gibt, liegt meist tatsächlich irgendwas im Argen. Aber gut, ich habe Zweifel, kein Gewissen. Keine Gewissheit. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich? Ich habe immer recht, John. Moment mal, was hat er? Selbst er hat keine Ahnung, was mit diesen Hasen los war? Vergiss die dummen Hasen, wir haben andere Probleme. Wir sind hier in einer abgegrinsten Erinnerung und es gibt keinerlei Mementos. Keine Panik, wir können wahrscheinlich eins von ihm selbst bekommen. Wie das? Sieh zu und lerne. Ich muss nur kurz diesem Wirt einen Besuch abstatten. Okay, den Wirt einen Besuch abstatten, sonst kann man hier nichts machen, oder? Noch nicht. Okay. Ist wirklich nichts, was man sonst machen kann, ne? Was haben wir denn da unten liegen? Nix.
ist auch nix, ist auch nix. Ja, Quatsch, machen wir mal den Wirt an, mal gucken, ob er irgendwas Schemenhaftes antwortet. Hallo, was darf's sein? Hallöchen, haben Sie ein Glas eingelegt Oliven für mich? Klar doch. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Check. Tut mir leid, Schecks nehmen wir nicht an. Tja, dann schreiben Sie es einfach auf meinen Deckel. Moment, soll das heißen, Sie haben kein Geld? Dich werde ich sowas von resetten. Hallo, was darf's sein? Tagchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch, zahlen Sie bar oder mit Karte? Schreiben Sie es auf meinen Deckel. Heute mache ich richtig einen drauf. Oho, geht klar, der Herr. Hier sind Ihre eingelegten Oliven. Danke, Kumpel. Da wird heute jemand eine Menge Trinkgeld einstreichen. Danke, der Herr. Oh Mann, du kannst so ein Arsch sein, Neil. Ach, mach dich locker. Oh Mann, der Typ. Nanu, sehen meine getrübten Augen da etwa ein Glas eingelegte Oliven? So ist es. Sie wissen auch eine gute Olive zu schätzen. Allerdings, ich habe mir gerade eben ein frisches Glas bestellt. Was für ein Zufall. Darf ich? Natürlich. Setzen Sie sich. Wir kippen gemeinsam ein Gläschen. Oh, ja, das klingt doch nach einem Plan. Eva, Geschmackssimulation aussitzen. Jetzt! Ach, Neil, ich glaube, ich habe jetzt keine Lust. Dafür wirst du noch sowas von bezahlen. Tja, und so sind wir zu unserem ersten Toaster gekommen. Ohoho. Alles in Ordnung? Ja, mich nimmt nur das Geschmackserlebnis dieser eingelegten Oliven total gefangen. Einfach wundervoll, nicht wahr? Oh ja, man kann sich kaum vorstellen, dass irgendjemand diese Dinger ekelerregend finden könnte. Lassen Sie sich Zeit, wir haben ja noch 2 Gläser. Also habe ich gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und Sie haben mir recht gegeben. Und wissen Sie, was noch an unserer Gesellschaft nicht stimmt? Nee, was denn? Ja, ich habe es sogar dabei. Wieso? Darf ich mal sehen? Na gut. Bitte sehr. Und anhalten. Endlich, Herr im Himmel. Wie waren die Oliven, Neil? Ach, halt die Klappe. So wie es sich anhört, haben sie wohl sehr gut geschmeckt. So, Memento gefunden. Nach einem langen Gespräch. Moment mal, fang bloß nicht wieder an zu... Mach dir keine Sorgen, Mensch.
Siehst du, alles nach Vorschrift. Hulk Smash! Neil, ernsthaft? Ich versuche gerade, mich in die Situation zu versetzen und du ruinierst die Stimmung. Das war's wert. oh Mann, der Typ ist abartig. Memento vorbereiten. Dann schreiben wir mal wieder ein paar Daten. Ideal 4? Was sehe ich hier, was sehe ich nicht? Okay. 4 von 4. Gut. Dann, was war das jetzt eigentlich? Was ist das überhaupt für ein Memento? Dann, Memento aktivieren. Wenn wir das jetzt noch lesen könnten, ja. Na, wer weiß. Dann werden wir mal in die nächste Zeitebene gehen.